Herr Dr. Lindner, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die nette Vorstellung und auch für Ihr Interesse. Ich muss mich hier kurz nochmal anstöpseln. Dann geht's los. Der Rat war doch schon da, wie immer. Vielleicht hätten wir doch eine Zoom-Konferenz machen sollen. Ich probiere es nochmal. Sehr gut. Okay, vielleicht zu Beginn zwei Worte zu dem Verein, für den ich arbeite, für den ich tätig bin. Das ist ein sehr, sehr junger, vergleichsweise junger Jugendhilfeträger in Berlin. Wir bieten vor allem stationäre Hilfen an für Jugendliche ab 15 und ambulante Hilfe für Jugendliche ab meistens so ab 12 Jahren. Das sind zum Großteil Jugendliche, über genau die mit dem Urteil versehen wurden, dass eben Systemsprenger, Systemsprengerinnen sind, das sind Jugendliche, die eigentlich in keinem anderen Setting, auch in Berlin, in der Regel mehr unterkommen. Mein Ziel jetzt für die nächste Stunde ist es, mit Ihnen zu diskutieren, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man genau diese Jugendlichen eventuell doch unterbringen, also um auch in dem Wortlaut von der Veranstaltung zu bleiben, wie können Jugendliche, deren Hilfeschrei so laut, so aggressiv, so nervtötend ist, dass eigentlich niemand mehr die betreuen will, wie kann man die vielleicht doch betreuen? Was sind vielleicht Ansätze, die zum einen strukturell und zum anderen auch von der Haltungsebene her da tragbar sind? Ich meine, das oberste Ziel des Ganzen muss sein, vor allem im stationären Bereich, die Wohnungslosigkeit zu verhindern. Das ist ein tatsächlich großes Problem, weil irgendwann ist tatsächlich Ende mit stationärer Betreuung und das bedeutet, für viele der Jugendlichen tatsächlich der Weg in die Wohnungslosigkeit. Ich meine, und damit halt auch einhergehend eine Straßenkarriere und genau all die Probleme, die mit einer Straßenkarriere einhergehen. Ich meine, das ist das oberste Ziel, das verhindern zu wollen. Ich betone das deshalb, weil in der Praxis im Umgang mit den Jugendlichen diese Perspektive manchmal fehlt. Aber da komme ich jetzt dazu. Mein Vortrag ist gegliedert in vier Teile. Der erste Teil, da will ich genau über das sprechen, was ich gerade mit Haltung meinte, nämlich eben die Notwendigkeit von der veränderten pädagogischen Haltung. Ich werde das ein bisschen ausführen. Ich werde dann eben anhand des Vereins Freestyle zeigen, wie wir versuchen, das praktisch umzusetzen. Ich betone versuchen, denn auch da gibt es Grenzen und Herausforderungen. Und dann etwa so nach 35, 40 Minuten würde ich gerne mit Ihnen in eine Diskussion und in einen Austausch geben, die Möglichkeit, auch der Anmerkungen und der Kritik zu äußern. Ich beginne mit dem ersten Teil, eben das, was ich meine, die notwendige veränderte pädagogische Haltung. Dazu habe ich ein Zitat mitgebracht, das kennen vielleicht einige von Ihnen, das stammt nämlich aus dem Film Systemsprenger. Das ist eine Szene, in der der Sozialarbeiter Micha zu der Klientin Benny schreit, je öfter du abhaust, desto krasser wirst du eingesperrt. Je älter du wirst, desto beschissener die Maßnahmen. Das ist eine Szene, die mir eigentlich erst so nach dem dritten, vierten Mal so richtig bewusst geworden ist. Die ersten Male, wo ich den Film gesehen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und auch die Tragweite von dem Zitat ist mir da gar nicht aufgefallen. Die ist nämlich enorm. Das ist ein ziemlich hartes Urteil über das System der stationären Jugendhilfe. Je öfter du abhaust, desto krasser wirst du eingesperrt. Wenn ich es mir so recht überlege, ich fürchte, er hat recht. Ich würde es in der Abstraktheit und in der Grundsätzlichkeit tatsächlich teilen, dieses Urteil. Das ist kein gutes Urteil, aber ich würde es teilen. Wenn man sich die Frage stellt, wo kommt das eigentlich her? Also die Aussage, je öfter du abhaust, desto krasser wirst du eingesperrt. Woher kommt das? Warum ist das eigentlich so? Habe ich mir mal so drei Sachen überlegt.
auf so einer Metaebene, auf einer Diskursebene ist es das, was der Hamburger Professor Tilman Lutz beschreibt, nämlich auch ein bisschen Haltungswandel in der sozialen Arbeit. Er nennt das repressive Wende. Das heißt, es gibt in weiten Kreisen der sozialen Arbeit tatsächlich sowas wie eine Sympathie für härtere Sanktionen, für Strafen und für härtere Gangarten. Wen das dann immer genau trifft und wo das immer genau auftaucht, oder da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich meine, auf einer Diskursebene kann man das durchaus auch in Kontakt zum Beispiel mit Jugendämtern feststellen, dass es da eben eine Sympathie eben für Sanktionen, Strafen und härtere Gangarten in der Betreuung von schwierigen Jugendlichen gibt oder überhaupt in der Gesellschaft. Ein zweiter Punkt, und das kann man, meine ich, auch an dem Film sehen, ist es so, dass Kinder immer ein bisschen mehr Verständnis bekommen als Jugendliche. Das heißt, während bei Kindern sowas ein Deutungsmuster von Bemitleidenswert noch da ist, rückt es bei Jugendlichen immer mehr zum Thema asozial, immer mehr zum Thema Delinquenz, obwohl es sich eigentlich um die gleichen Jugendlichen oder Kinder handelt, die sind nur 2, 3 Jahre älter. Also man müsste auch bei dem Film Systemsprengung mal den zweiten Teil drehen, wenn die mal 16 ist, wenn die mal 17 ist. Dann kommen da ganz neue Themen auf, dann kommen Übergriffe, dann kommen Drogen. Und dann wird man merken, dass auch das Mitleid, das da Benny entgegengebracht wird, vielleicht nicht mehr so da ist. Der dritte Teil, aber das ist der Teil, auf den ich jetzt viel eingehen will, das ist das, was ich meine, pädagogische Haltung. Ich habe das mal so, das ist der Verselbstständigungsparadoxon in der stationären Jugendhilfe genannt. Und ich meine, dass genau dieses Paradoxon das ist, was dazu führt, dass eben Jugendliche, die abhauen, danach eingesperrt werden. Was meine ich damit? Wenn man sich so die klassische, ich nenne es mal, das klassische Alltagswissen von SozialarbeiterInnen und Sozialarbeitern anguckt, auch in den Jugendämtern, auch bei Studierenden, dann gibt es eine Vorstellung, wie stationäre Jugendhilfe abläuft. Man ist erst in einer Wohngruppe, da hat man 6 bis 8 Jugendliche, Kinder, Jugendliche, meistens durchgemischt vom Geschlecht her, auch vom Alter her. Und eine Gruppe von ErzieherInnen oder SozialarbeiterInnen in der 24-Stunden-Betreuung. Von da aus geht es in Wohngruppen mit betreuungsfreien Zeiten. Von da aus geht es in Jugend-WGs. Und dann kommt die Königsdisziplin der stationären Jugendhilfe, das betreute Einzelwohnen. So zumindest kenne ich das. Das ist natürlich immer regional unterschiedlich. Aber so in der, würde ich sagen, in der reinen Denkform, so kenne ich das. Und so ist das Alltagsverständnis. Ich habe das tatsächlich auch noch nie in einem Lehrbuch gefunden. Aber das Alltagsverständnis ist tatsächlich, würde ich es erstmal so beschreiben. Jugendliche müssen also das jeweilige Regelwerk akzeptieren, müssen sich disziplinieren, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Das heißt, und dann genannt wird das dann immer die Verselbstständigung. Wenn man selbstständig genug ist, dann geht es in die nächste Stufe. Das ist komisch, weil die Botschaft ist, werde selbstständig, tu, was wir dir sagen. Also was gemacht wird, vielleicht auch nicht immer bewusst, ist, den Jugendlichen ein bestimmtes Regelwerk vorzuschreiben. Also wer in der stationären Jugendhilfe war, um 22.30 Uhr muss das Smartphone abgegeben werden, die Nutella ist rationiert. Samstag gibt es den Gruppenausflug und so. Das muss man dann alles über sich ergehen lassen, auch als Erzieher. Dann darf man in die nächsthöhere Stufe. Das ist tatsächlich paradox. Also was heißt das? Was heißt das eigentlich für Jugendliche? Nämlich genau die sich nicht an die Regeln halten können, werden in genau diesen engen Settings untergebracht. Also bei Telefonaten mit Jugendämtern kriege ich das immer mit. Klingt das Telefon bei mir? Dann sage ich, ja, ich habe hier einen Systemsprenger, der braucht besonders viel Regeln und ein ganz enges Setting. Sage ich, okay, blöd, haben wir nicht. Und dann ist die Antwort, ja, aber ich dachte, Sie sind für Systemsprenger zuständig. Und genau dieses Denken ist aber, würde ich sagen, das, was dazu führt, dass man Systemsprenger oder Systemsprengerinnen tatsächlich herstellt. Weil jedes Sprengen dieser engen Settings wird verrückterweise zum Beweis dafür genutzt, dass dieses enge Setting notwendig ist. Statt zu sagen, okay, wir müssen mit engen Setting, war vielleicht eine blöde Idee, probieren wir was anderes, sagt man, und dass du es gesprengt hast, ist der Beweis dafür, dass du es brauchst.
Aus diesem Paradoxon kommt man nicht raus. Das ist für die Jugendlichen auch eine Sackgasse. Denn entweder sie akzeptieren das Setting, ja, dann sind sie keine Systemsprenger mehr. Oder sie fliegen halt raus. Eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Und das ist tatsächlich genau eine Abwärtsspirale, die dann in Gang gesetzt wird. Übrigens eine an der Stelle, also aus meiner Perspektive natürlich, so wie es ich jetzt vorgetragen habe, eine, die die soziale Arbeit selber in Gang gesetzt hat. Wie sieht die aus? Irgendwo gibt es das Sprengen des Settings. Es gibt die Eskalation, es gibt den Gewaltausbruch. Also das Sprengen des Settings ist fast immer ein Gewaltausbruch. Klassische Situation, ich habe es gerade schon gesagt, 22:30 Smartphone abgeben. Unser Jugendlicher hat aber jetzt so gar keinen Bock drauf. Der ist nämlich frisch verliebt und der hat eher Bock auf Chatten mit der neuen Flamme. Jetzt kommt aber der Sozialarbeiter an. 22:30 Regel, ihr wisst, Smartphones abgeben. Die hat dann auch auf einer Fortbildung gelernt, dass man auch Regeln konsequent durchsetzen muss, dass man auch mal konfrontativ sein muss, dass man konsequent sein muss. Jugendlicher nach wie vor keinen Bock drauf, der interessiert sich da überhaupt nicht dafür, was der auf der Fortbildung gelernt hat. Und es kommt halt, Sie können euch das alles vorstellen. Irgendwann hat der Sozialarbeiter keinen Bock mehr und greift zu dem Smartphone, der Jugendliche zieht es weg, schubst den Sozialarbeiter gegen den Schrank, Platzwunde, Gewaltausbruch, Rauswurf. Für den Jugendlichen bedeutet das Drehbegang, vielleicht der erste, bedeutet Kriseneinrichtung, bedeutet da erstmal viele neue Freunde kennenlernen in den Kriseneinrichtungen, in den Jugendnotdiensten. Und es bedeutet aber auch Beziehungsabbrüche. Das bedeutet je öfter das passiert, eine zunehmende ablehnende Haltung auch uns gegenüber. Weil jedes Mal natürlich so eine Beziehung abbricht und jedes Mal natürlich mit der Eskalation wir auch da nicht immer die beste Figur machen. Und letztendlich bedeutet das auch einen Einstieg in die Straßensozialisation. Die sind das erste Mal dann unterwegs. Das bedeutet einen Einstieg in ein Drogenmilieu und das Kennenlernen von Menschen, die einen wirklich verstehen. Und wo das dann hinführt, auch das wissen wir. Ja, wenn Jugendliche in Jugendnotdiensten andere Jugendliche kennenlernen, die dieselben Biografien haben und die einen dann wirklich verstehen. Ich meine deshalb, dass die Aufgabe von einer neuen oder neu gedachten, oder übrigens neu, stimmt überhaupt nicht. Alles, was ich hier erzähle, gab es alles vorher schon. Nichts davon ist neu. In den 80ern gab es alle Konzepte von niederschwelliger Arbeit, gab es alles schon. Ich nenne es trotzdem mal neu. Also die Aufgabe von einer innovativen stationären Jugendhilfe ist es, innerhalb von den eigentlich relativ hochstrukturierten Rahmenbedingungen was zu schaffen, was niederschwellig und kreativ ist. Und das liegt ein bisschen an uns und auch an unserer Haltung. Was heißt das? Was meine ich mit einer veränderten pädagogischen Haltung? Erster Schritt, die Beendigung dieser eng strukturierten Gruppensettings. Die sorgen in der Regel dafür, ich spreche jetzt von SystemsprengerInnen, von ständig neuen Konflikten, von ständig neuem Konfliktpotenzial, von ständig Regeln, an die sich halten müssen, ein paar hatte ich gerade schon aufgezählt, stattdessen eigener Wohnraum. Und zwar der eigene Wohnraum, nicht gedacht als Belohnung, wie in meinem Stufenmodell, das ich gerade vorgestellt habe, sondern gedacht als eine Grundlage dafür, dass überhaupt neue Entwicklungsschritte stattfinden können. Also einen Raum zu schaffen, in dem Jugendliche mal zur Ruhe kommen, wo sie einfach mal sein können, ohne dass irgendjemand nervt, sondern einfach mal ein Ort für sich. Auch hier, wenn ich das vorschlage, sei es im Kolleginnenkreis oder bei Jugendämtern, sagt ja, dann nehmen wir den doch raus aus dem Gruppensetting und kriegt dann eine eigene Wohnung, geben wir den ins betreute Einzelwohnen. Dann ist die Antwort immer, aber sie wollen diesen Jugendlichen doch nicht für sein schlechtes Behalten mit einer eigenen Wohnung betreuen. Für sein schlechtes Verhalten mit einer eigenen Wohnung betreuen. Das ist immer die Antwort dafür, darauf. Ich meine, das hat mit Belohnen oder sowas gar nichts zu tun, sondern das ist die Bedingung dafür, dass diese Jugendlichen mal zur Ruhe kommen, ihren eigenen Raum haben und von da aus vielleicht eine neue Perspektive einnehmen können. Das heißt, die eigene Wohnung kann auch der Neubeginn sein. Das muss gar nicht das Ende der Jugendhilfe sein. Die kann auch ganz am Anfang stehen. Das heißt, ich brauche eine Klarheit darüber, dass der Hilfebedarf der Ausgangspunkt dieser Hilfe überhaupt darstellt. Also ganz oft bin ich mit einer Haltung konfrontiert, die spricht von Jugendlichen, die gar keinen, wenn man sich es genau überlegt, gar keinen Hilfebedarf mehr haben.
Also man bekommt dann ein Jugendhilfesetting im betreuten Einzelwohnen, wenn man sich so weit an alle Regeln gehalten hat, dass man eigentlich gar keinen Hilfebedarf mehr hat. Das ist illusorisch. Oder andersrum. Aktueller Fall, mit dem ich tatsächlich gerade konfrontiert bin, 17-jährige Jugendliche, soll fürs Jugendamt Drogentests abgeben. Das ist völlig klar, wenn die positiv sind, wird mit 18 die Hilfe beendet. Warum? Mangelnde Mitwirkungsbereitschaft. Das heißt auch hier, man hat eine Vorstellung davon, dass erstens die Vorstellung von Drogenfreiheit, aber das wäre ein neuer Vortrag, aber man hat eine Vorstellung davon, dass quasi, wenn die Jugendliche keine Drogen mehr nimmt, dann verdient sie das, die Hilfe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann braucht sie es aber nicht mehr. Die Tatsache, dass sie Drogen nimmt, ist der Beweis dafür, dass es ein Jugendhilfefall ist. Und genau darüber muss man sich Klarheit verschaffen. Über dieses Paradoxon. Man braucht auch Klarheit darüber, was seine Methoden anbelangt, dass diese Jugendlichen 10, 15 Einrichtungen durchlaufen haben. Das heißt, wieso sollte ich eigentlich Methoden an den Start bringen, die alle 15 Einrichtungen vor mir schon versucht haben? Die Idee ist doch, ich brauche was Neues. Wenn die schon enge Settings mit harter Strukturierung gearbeitet haben, ja, wieso sollte ich das 16. Mal probieren? Ja, das sind Jugendliche, die kennen mehr Sozialarbeiter als ich. Was eben, wenn wir von neuen Methoden, neuen Perspektiven sprechen, halt dann bedeutet, ja, dann muss ich halt auch akzeptieren lernen. Akzeptieren lernen, dass die Jugendlichen einen Drogenkonsum haben, einen Drogenkonsum, den ich vielleicht als hochriskant einschätze, dass sie eine Sexualität haben, die mir vielleicht in der Form auch komisch vorkommt, dass sie sich in toxische Beziehungen geben, dass die sich in Abhängigkeitsverhältnisse geben. Aber erstmal, das muss ich erstmal akzeptieren und von da aus beginnen. Das heißt auch, ich brauche Vertrauen zu den Jugendlichen. Und das würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Vertrauen. Ich kann 100-mal zu einem Jugendlichen sagen, wenn du noch einmal Crystal konsumierst, dann fliegst du aus der Wohnung. Ja gut, das haben die 15 vorher auch schon gesagt. Besser wäre es doch, also alles, was ich damit erreiche, ist, dass der mir nie wieder erzählen wird, dass er Crystal konsumiert. Er wird weiter konsumieren, er wird nicht aufhören. Viel lieber ist es mir doch, wenn ich das Vertrauen zu den Jugendlichen aufgebaut habe, dass er mir erzählt, was er konsumiert, dass ich genau damit arbeiten kann, dass ich da genau damit einen Umgang finden kann. Und das bedeutet erstmal, diese Drohungen erstmal bleiben zu lassen. Denn die Drohung führt dazu, dass er mir in Zukunft nicht mehr erzählen wird. Das Gleiche gilt für Verurteilungen. Wenn ich den verurteile, wird er es mir nicht mehr erzählen. Aber genau darum geht es, um Vertrauen, um einen Beziehungsaufbau, um Begleiten, auch in den Krisen. Krisen heißt, eine Drogenüberdosis nach der anderen vielleicht, massive Gewaltausbrüche, aber auch da, gerade da, also nicht in den Krisen die Hilfe beenden, sondern in den Krisen weiter begleiten. Halten und aushalten. Das würde ich sagen, sind die zentralen Stichpunkte. Und tatsächlich das Aushalten meine ich tatsächlich auch ernst. Das ist ein Aushalten. Wie kann man das praktisch umsetzen? Wir versuchen es. Betonung liegt tatsächlich an der Stelle auf Versuchung. Das ist auch ein Teil für die Diskussion dann. Möblierte Einraumwohnungen in einem möglichst belastbaren Nachbarschaftsumfeld. Die sind in Berlin rar tatsächlich. Wir betreuen die Jugendlichen mit einem unfassbaren Stundenumfang, also 30, 40 Wochenstunden. Also das ist natürlich aus zwei Sachen geschuldet. Zum einen ist so ein 15-Jähriger oder die 15-Jährige hat natürlich tatsächlich auch die lebenspraktischen oder haushaltspraktischen Kompetenzen schlicht und einfach nicht, also hätte ich auch nicht gehabt, einen eigenen Haushalt führen zu können. Ja, das heißt, da geht sehr viele Stunden drauf und der andere Teil ist, die Jugendlichen suchen, den Jugendlichen hinterherlaufen, sie finden, sie in die Klinik bringen, sie aus der Therapie abholen, das alles. Also das ist vom Stundenumfang überhaupt nicht, auch das ist schwer zu vermitteln, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Jugendlichen, der gerade irgendwie zur Verselbstständigung geht mit so einem Stundenumfang, was so typisch 8 Stunden oder 6 oder 12 oder so sind. Auch hier oberstes Ziel, und dafür sind auch die Stunden da, Beziehungsaufbau und der Beziehungserhalt. Immer da sein, immer hinterherlaufen, immer verfügbar sein.
Es gibt eine Ruf- und eine Nachbereitschaft. Das heißt, wenn die Zuständigen, also die fallzuständigen SozialarbeiterInnen nicht verfügbar sind, gibt es eine Ruf- und Nachbereitschaft. Das sind auch Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen. Die sind immer erreichbar am Wochenende, nachts, kommen mit Autos. Die können sich, wenn es eine Drogenüberdosis gibt, wenn es irgendeine Krise gibt, wenn die sich ausgesperrt haben, wie auch immer, dann sind die da. Und es gibt einen komplett eigenen Trupp von HandwerkerInnen und Technikern, die nichts anderes machen, als die Wohnungen renovieren. Dazu gibt es eine eigene Immobilienverwaltung, die versucht, neue Wohnungen ranzuschaffen und da auch den Kontakt zu den Hausverwaltungen, der bitter notwendig ist, auch immer wieder zu halten. Ist das erfolgreich? Ich würde sagen, ja. Das hängt natürlich schwer auch von den Maßstäben ab, die man da anlegt. Wenn der Maßstab ist, eine Abwärtsspirale aus Eskalationen, Rauswürfen und ständigen Drehbegängen zu unterbrechen, dann ist es wahnsinnig erfolgreich. Ist der Maßstab, konsumiert keine Drogen mehr, geht jeden Tag brav zur Schule und macht eine Berufsausbildung, dann ist es nicht erfolgreich. Aber das würde ich auch sagen, ist kein guter Maßstab. Das ist kein guter Maßstab für die Jugendlichen, über die wir hier sprechen. Nichtsdestotrotz können wir können sehr, sehr viele Jugendliche in diesen Wohnungen halten, aber auch nicht alle. Ich habe mal so eine kleine Diashow vorbereitet. Die Fotos habe ich gemacht bei einer Jugendlichen, die tatsächlich kurz eingezogen war und dann genau die Freunde mitgebracht hat, die man sich so wünscht. Und dann sieht innerhalb von quasi 2 Nächten so eine Wohnung dann auch so aus. Also da wurde tatsächlich, und das ist natürlich auch logisch, man ist so weit schon in einem Straßenmilieu sozialisiert, dass natürlich auch die Bezugspersonen mittlerweile aus dem Straßenmilieu kommen und die freuen sich natürlich auch über eine Nacht in der warmen Wohnung. Das ist natürlich klar, aber auch das ist ein Problem, das ist hausgemacht. Ja. Also wie gesagt, 2 Tage nach Einzug ist dann viel Arbeit für die Haustechnikerin da. Wer sich hier fragt, warum Tafelsalz auf dem Spiegel ist. Gut. Es gibt Jugendliche, die können wir da nicht halten. Das größte Problem für uns ist nämlich vor allem in der Stadt wie Berlin der Wohnungsverlust. Das heißt, 2 solche Partys und die Wohnung ist weg. Das heißt, wir können natürlich dann auch, das hängt natürlich dann auch, das ist auch wirklich gefährlich für unsere Arbeit. Irgendwann, wenn wir keine Wohnungen mehr haben auf so einem Wohnungsmarkt wie in Berlin, ist auch Schluss mit Jugendhilfe. Das heißt, für uns ist das ein leider tatsächlich eins, auch wenn das gar nicht in unserer Macht liegt, sozusagen K.O.-Kriterium. Wir haben dann vor ein paar Jahren uns viel überlegt, also das war tatsächlich zugegebenermaßen vor meiner Zeit, bevor ich da angefangen habe, aber es gab ja auch einen Grund, warum ich da angefangen habe, die Homebase zu entwickeln. Das ist der nächste Schritt sozusagen. Das ist keine eigene Wohnung mehr, sondern das ist nur noch ein Zimmer. Aber es ist weiterhin eine stationäre Jugendhilfe. Das ist das sind vom Jugendamt bezahlte Plätze. Wir haben davon 4 Stück. Das sind Einzelzimmer und diese Schlafplätze, diese sind quasi vom Jugendamt finanziert und zugesichert an diesen einen Jugendlichen. Wir arbeiten damit Schließzeiten. Das heißt, die Homebase macht um 18 Uhr auf. Es gibt dann 2 Fachkräfte nachts, die diese 4 Jugendliche betreuen. Und um 10 Uhr morgens sperren wir sie wieder zu. Während dieser Schließzeit gibt es ambulante Hilfen. Das heißt, die sind draußen unterwegs, die suchen die Jugendlichen im Sozialraum auf. Die versuchen eine Freizeitgestaltung mit den Jugendlichen zu organisieren. Die kümmern sich um Therapieplätze, was so ansteht. Und es gibt auch die Möglichkeiten, dazu haben wir extra Räume angemietet, sowas wie eine, auch nur annähernd sowas wie eine schulersetzende Maßnahme auf die Beine zu stellen. Das heißt, eine Stunde lesen oder ein bisschen Mathe machen, das klappt tatsächlich manchmal. Manchmal lassen die sich drauf ein, dann haben sie mal eine halbe Stunde Motivation dafür und dann ist es auch wieder gut. Aber es klappt. Sport zu machen, mal Kunst zu machen oder in irgendeiner Form Freizeitaktivitäten. Ne? Das Ganze basiert auf einer extremen Niederschwelligkeit. Nichts davon ist in irgendeiner Form verpflichtend, außer die Schließzeiten. Das heißt, wir melden auch eine Abwesenheit nicht sofort. Es gibt kaum Restriktionen. Also auch bei Drogenkonsum. In die Schule geht da sowieso niemand, da sind wir weit davon entfernt. Auch was Ausbildung und Therapie betrifft. Es gibt keine Restriktionen, kein enges Regelwerk, woran sich diese Jugendlichen erstmal sozusagen halten müssen.
Das hat auch vor allem damit zu tun, dass sie sich eh nicht dran halten würden. In dem Moment, wo ich die Jugendlichen damit konfrontiere, hängen sie wieder am Alexanderplatz rum. Das ist ja genau das, was ich verhindern will. Also erstmal im ersten Schritt, kaum disziplinarische Maßnahmen, keine Restriktion, das oberste Ziel auch hier wieder, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und von da aus gucken, ob es wieder in ein normales Setting, zum Beispiel in ein BEW, zurückgeht in der stationären Jugendhilfe. Auch das, würde ich behaupten, ist im Schnitt erfolgreich. Also wir schaffen sehr, sehr viel wieder von den Jugendlichen, die wir entweder über andere Wege in die Homebase aufgenommen haben oder von uns aus den BEW-Wohnungen kamen, wieder zurück in die BEW-Wohnungen zu bringen. Also wir schaffen es wieder, die so weit zu stabilisieren, dass sie wieder wohnfähig, ich mag das Wort nicht, aber sie haben wahrscheinlich irgendwie eine Vorstellung davon, was es bedeutet, wieder zurück in die Einzelwohnungen zu bringen. Das klappt relativ gut. Das klappt aber natürlich auch nicht immer. Das heißt, auch bei uns gibt es Fälle, wo wir sagen müssen, wir können diese Jugendlichen nicht mehr betreuen. Es wäre eine Illusion, wenn wir behaupten würden, dass solche Fälle gibt es nicht. Was wir aber nicht machen, ist tatsächlich die Hilfe komplett beenden, sondern wir beenden nur das stationäre Setting. Das heißt, in der Regel, wenn die SozialarbeiterInnen darauf Lust haben und wenn auch die KlientInnen darauf Lust haben, dann begleiten wir die in den Weg in die Wohnungslosigkeit. Nach der Homebase steht nämlich für die allermeisten, so hart das klingt, die Wohnungslosigkeit an. Meistens ist es so, dass in Berlin, wenn wir die Homebase anbieten, schon alles versucht wurde, was es in Berlin gab. Das heißt, für die allermeisten Jugendlichen kommt nach uns, gibt ein paar Ausnahmen, aber nach uns kommt in der Regel die Wohnungslosigkeit. Und da begleiten wir die. Das heißt, wir versuchen da den Kontakt, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wir versuchen sowas wie eine Begleitung und Versorgung tatsächlich auch sicherzustellen in der Wohnungslosigkeit. Wir wollen weiterhin informiert sein, wo die so sind, also wo halten die sich auf, wie sieht es mit dem Drogenkonsum aus, wie gefährlich ist der, was wird konsumiert, wie wird konsumiert. Und suchen natürlich parallel die ganze Zeit nach neuen geeigneten Unterbringungen. Und irgendwie ist natürlich da auch da das große Ziel, Rückführung in die stationäre Jugendhilfe. Das Problem, ist, mit dem wir hier konfrontiert sind, und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich mich momentan sehr viel damit beschäftige, ist, die Jugendlichen haben in der Regel auch Verbot in allen Notdiensten. Also die dürfen die Jugendnotdienste nicht betreten und auch in nahezu allen Berliner Kriseneinrichtungen. Das heißt, hier ist wirklich kein Jugendhilfesetting mehr, wo die schlafen können, dass die betreten dürfen. Was wir dann machen, ist, wir bringen die in Hostels unter. Das ist natürlich erstens ein absolutes Grauzonending. Da braucht man auch Jugendämter, die damit mitmachen. Und zum anderen, irgendwann gibt es auch keine Hostels mehr, die da Bock drauf haben, weil das kann man sich vorstellen. Also wer mal plant, mit seiner Familie einen Hostelurlaub in Berlin zu machen, ruft vorher besser bei mir an, weil kann sein, dass da vorher Jugendliche dann in dem Zimmer waren. Oder zur selben Zeit im Zimmer sind, das wäre noch lustiger. Also auch hier braucht's irgendwie noch ein Setting. Also, und wenn es ein Stahlcontainer ist, wo diese Jugendlichen hin können. Und das gibt es leider tatsächlich nicht. Es ist nicht vorhanden. Dafür würde man, und ich verstehe auch warum, und das ist auch auf eine Art auch richtig so, für einen Stahlcontainer würde man wahrscheinlich auch keine Betriebserlaubnis bekommen. Aber es hat auch seine Begründung, warum man dafür keine Betriebserlaubnis bekommt. Aber nichtsdestotrotz, die Jugendlichen gibt es in Berlin momentan wahrscheinlich eine vierstellige Zahl. Wohin mit denen? Ja. Gut, das Ganze auch auf einer Haltungsebene hat Grenzen und stellt natürlich auch viele Leute vor vielen Herausforderungen. Ich kann mal sagen, ich fange mal bei den Mitarbeitenden an. Für die ist das nämlich, glaube ich, das ist ja, neben der Struktur eines der wichtigsten Sachen. Die absolute Voraussetzung, man muss Lust auf diese Klientel haben. Ja, man darf sich, wer Ekel hat, wer da eine Ablehnung hat, wer irgendwie eine Idee von, die müsste man mal richtig strafen, dann wird das schon hat, der wird da nicht weit kommen. Ja, also man muss auch tatsächlich so ein Stück weit Sarkasmus mitbringen, um das überhaupt aushalten zu können. Man darf auch kein schlechtes Gewissen zu dem Sarkasmus haben, sondern das ist einfach so. So muss man einfach auf die Jugendlichen losgehen, man braucht diesen Humor, das aushalten zu können, sonst wird es schwer. Was man auch braucht, ist eine empathische Haltung. Also die Motivation, jedes Mal wieder eine extra Runde zu drehen. Und auch wirklich die Motivation,
Der Tiersch hat das auch Boniertheit genannt. Das ist auf eine Art auch eine Boniertheit, die die Jugendlichen an den Tag legen. Aber genau diese Boniertheit muss man aushalten. Mit der muss man umgehen. Das ist deren Lebenswelt. In ihrer Lebenswelt sind sie nun mal so boniert. Und es ist unsere Aufgabe, sie vielleicht auch aus der Bornierung ein bisschen zu befreien. Und dafür braucht es diese empathische Haltung, die Motivation und die Geduld. Eine verstehende Haltung, aber nicht nur, ich meine das durchaus nicht nativ oder naja, nicht naiv, also im Sinne von, ja, ich verstehe dich schon, sondern ich meine es wirklich auf einer fachlichen, analytischen Ebene. Verstehen, wo die Jugendlichen herkommen. Also wirklich, es gibt immer diesen, er ist ein bisschen ausgelutscht, der Spruch, aber dieses in den Schuhen von Klientinnen gehen. Das finde ich tatsächlich eigentlich, wenn man es ernst meint, tatsächlich relativ gut. Also einfach sich hinein, wirklich analytisch nachvollziehbar machen, gehen zu können, wo kommen die eigentlich her? Also was sind das für Biografien? Und sich auch in die Lage zu versetzen, wie so ein Handeln zustande kommt. Wie auch diese Überforderung zum Beispiel bei Ämtern oder Ähnlichem zustande kommt. Warum zieht man sich zurück? Wie geht das Gefühl von der zum Beispiel einer partiellen Depression, nicht mehr aufstehen wollen? Ja, das muss man ein Stück weit wirklich spüren können. Dazu kommt ein hohes Maß an theoretischem und praktischem Fachwissen, vor allem zu den Jugendlichen, die wir betreuen. Da sieht es meiner Meinung nach auch in den Fachhochschulen zappenduster aus. Es gibt kaum, ich wüsste nicht, Seminar zu SystemsprengerInnen, zu Straßenjugendlichen, wird schwer. Witzigerweise braucht man aber genau dieses Wissen. Also man braucht genau das Wissen, auch diese, ich nenne das immer Straßenwissen. Wie geht eigentlich Drogenkonsum? Wo kriegen die ihren Scheiß her? Wie funktioniert ein Koks-Taxi? Wie konsumieren die? Was konsumieren die eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Speed und Crystal? Und ich muss auch ein Verständnis dafür haben, was deren Subkultur ist, was deren Sprache ist. Wie sprechen die? Was meinen die eigentlich, wenn die so sprechen? Ja, das meine ich nicht nur bezogen auf Drogen, sondern auch auf deren Sexualität bezogen. Ich muss es verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang als Sozialarbeiter ein cooler Rapper sein muss und mit denen da irgendwas, was mich dann eher langweilig oder vielleicht sogar lächerlich erscheinen lässt. Aber ich muss die Jugendlichen verstehen. Ich muss wissen, was deren Lebenswelt ist. Wenn ich schockiert davon bin, dann bin ich da wahrscheinlich falsch. Muss man tatsächlich so also schockiert im Sinne von schockiert, na klar, schockiert bin ich auch immer wieder, aber im Sinne von quasi so, dass ich eine Distanz dazu aufbaue. Das darf nicht passieren, sondern ich muss eben genau dieses Straßenwissen kennen, ohne dass es mich anekelt. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt daran. Wieder Beziehungen und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Das Handy auszumachen um 18 Uhr und sagen, okay, jetzt ist die Rufbereitschaft zuständig. Obwohl ich weiß, dass der Jugendliche nachts eine Schlägerei anfangen wird, dass es zu hochriskanten Konsum kommen wird, dass die 15-jährige Jugendliche, die ich gerade betreue, sich wieder mit irgendwelchen 30-jährigen Männern trifft, dass sie sich auf hochtoxische Beziehungen einlässt bis hin zur Prostitution. Das ist im jugendlichen Bereich genau das, womit wir es zu tun haben. Und das heißt, einerseits die Beziehung halten können zu den Jugendlichen und gleichzeitig für die eigene Gesundheit eine Abgrenzung zu schaffen. Ich meine, das sind wirklich die größten Herausforderungen, die da wirklich für Mitarbeitende auf dem Papier, auf dem Zettel stehen. Das hat natürlich Grenzen. Und die Grenzen sind genau da, wo es zu Angriffen auf Kolleginnen kommt. Ja, also und zwar wirklich zu gefährlichen Angriffen. Nicht mal Schubsen oder so, sondern wirklich gefährliche Angriffe. Die sind auch da, wo es zu Übergriffe auf andere betreute Jugendliche, auch sexueller Art, kommt. Ein Riesenproblem in der stationären Jugendhilfe, meine ich, über das momentan wenig dazu gibt. Oder auch, wir bringen unsere Jugendlichen in ganz normalen Wohnhäusern unter, Angriffe auf die Nachbarn, auch Übergriffe auf die Nachbarn. Das gibt's. Die befreunden sich plötzlich mit Nachbarn und die Nachbarn wissen gar nicht, wer das eigentlich ist und es kommt zu eskalativen Situationen. Das würde ich sagen, ist die eine Seite der Grenzen und die andere Seite betrifft die Jugendlichen, aber das ist ein bisschen klar. Natürlich eine akute Suizidalität muss bei uns in der stationären Jugendhilfe schlicht und einfach ausgeschlossen werden. Und auch irgendwann nimmt der Drogenkonsum, und wir sind in Berlin wahrscheinlich diejenigen, die das noch die wirklich da am akzeptiertesten arbeiten, aber irgendwann nimmt der Drogenkonsum eine lebensbedrohliche Form an und auch dann kann das stationäre Setting nicht aufrechterhalten werden. Da müssen andere Leute ran, schlicht und einfach. Viel, viel mehr als die Grenzen, die ich jetzt
gesagt habe, liegen aber die Grenzen in der Struktur. Das sind, also ich meine, die personellen Grenzen und auch die Grenzen in dem, was uns die Jugendlichen im Sinne von der Fremd- oder Selbstgefährdung bieten, ist nichts im Vergleich zu dem, was man mit der Arbeit an strukturellen Grenzen eigentlich hat. Ganz banal, die Kostensätze sind natürlich bei den Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, natürlich enorm hoch und keine der Jugendämter sind besonders froh darüber, das zahlen zu müssen. Dazu kommen wahnsinnig hohe Zusatzbedarf, ständig zerstörte Möbel, ständig zerstörte Einrichtungen, ständig verlorene Kleidung, Fernseher. Unsere Wohnungen sind immer mit so einem Standardfernseher ausgestattet. Der wird in der Regel in Speed umgesetzt. Also all das muss ständig ersetzt werden. Das verursacht natürlich extrem hohe Kosten. Das andere ist, Stadt wie Berlin, hohe Mietpreise. Großteil der Wohnungen auf dem freien Markt sind weit über dem, was Jugendämter bereit sind, überhaupt für den Wohnraum zu zahlen. Das heißt, da ist einfach eine ganz praktische Grenze, stationäre Jugendhilfe in Berlin machen zu können, gesetzt. Das geht praktisch nicht mehr. Es gibt einen Wohnungsmangel, das heißt auch hier, wir kommen oftmals gar nicht mehr an neue Wohnungen. Jetzt sind wir quasi zwar mega jung, aber doch ein bisschen etabliert. Junge Träger, keine Chance, auf dem Berliner Wohnungsmarkt an Trägerwohnungen zu kommen. Das ist ganz, ganz schwierig. Dieses Vertrauen der Jugendlichen, die ich vorhin erwähnt habe, führt natürlich zu einem hohen Wissen von Drogenkonsum, von Straftaten, auch von Schulden, in der Regel Drogenschulden. Und ständig ist man dann mit einer moralischen Frage konfrontiert, inwieweit trage ich das eigentlich mit und inwieweit mache ich mich eigentlich als Mittäter, Mittäterin in irgendeiner Form schuldig. Klassisches Beispiel, die Jugendlichen haben sich halt hart verschuldet mit irgendwie so einem Nachbarschaftsklan, organisierte Kriminalität und sollen für die Runner sein. Das heißt, da kommt irgendwann mal einer vorbei und liefert so 15 Gramm Gras ab und sagt, so komm, verkauf das mal. Unsere Jugendlichen mit messerscharfem Verstand ausgestattet, rauchen das erstmal alles selber und dann kann man sich so vorstellen, wo das hinführt. Ja. Das heißt, sind sofort in der Abhängigkeit von diesen kriminellen Strukturen, sind sofort verschuldet und sind sofort in dieser Abhängigkeit. Was ist denn eigentlich pädagogisch logischer, als diese Jugendlichen von dieser Schuld zu befreien? Aber können Sie sich mal vorstellen, gehen zum Jugendamt, legen da so eine Rechnung von 3.000 Euro auf den Tisch und sagen, war pädagogisch leider notwendig. Aber man kann sich vorstellen, es ist nun mal notwendig. Ja, das, die einzige Chance langfristig, weil angenommen, wir bleiben einfach bei dem Beispiel von 3.000 Euro, wird dieser Jugendliche nie an Land kriegen. Das schafft er überhaupt nicht. Wo sollen der 3.000 Euro herkriegen? Aber es ist völlig klar, mein Beispiel ist klar, davon gibt es Hunderte in der täglichen Arbeit, dass sich diese Leute, die diese Arbeit machen, diese Kolleginnen und Kollegen, sich eigentlich ständig in der unklaren rechtlichen Situation bewegen. Jugendschutzgesetz, also da spricht man schon gar nicht mehr drüber eigentlich, BTMG, also quasi in Deutschland das Betäubungsmittelgesetz, auch sowas wie Aufsichtspflicht bei Jugendlichen, die ständig auf Trebe sind. Ist das eine ständige rechtliche Grauzone, in der sich quasi die Kollegen bewegen, oft ohne dass ihnen das so klar ist, ohne dass sie so wirklich so klar ist, was es eigentlich bedeutet, den Drogenkonsum, und das ist auch in Deutschland von Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich, den Drogenkonsum der Jugendlichen zu begleiten, statt ihn quasi zu verbieten, wie auch immer man das machen soll. Aber den zu begleiten ist, in Berlin ist man da noch gut dabei, in anderen Bundesländern schwierig. Eigentlich muss man zu dem Punkt kommen, dass die Praxis, die ich jetzt beschrieben habe, eigentlich auch weitgehend unbekannt ist. Also eigentlich weiß auch gar niemand so recht, was die Leute, die mit solchen Jugendlichen arbeiten, da so eigentlich treiben den ganzen Tag. Das hat auch damit was zu tun, dass man es auch gar nicht sagen kann. Also selbst ich bin jetzt hier vorne, ich merke es selber an mir, ein bisschen gehemmt zu erzählen, was man so alles treibt. Zum Beispiel mit der Frage, kann man Drogenschulden auskaufen oder nicht. Und da sind wir noch nicht mal, dass es eine Vorlesung dazu gäbe, wie man das macht. Oder ein Fachartikel. Gibt es nicht. Das heißt, es gibt quasi einen absoluten Graubereich, der übrigens dann in der Regel noch nicht mal die Jugendämter wissen, was wir mit den Jugendlichen machen. Weil es einfach von vorne bis hinten in Schweigen gehüllt ist.
ganze Arbeit findet im Verborgenen statt und es gibt eigentlich dafür auch keine gesellschaftliche Akzeptanz. Also genau das, diese Idee, könnte man mal vorstellen, können wir mal irgendwie hier auf die Straße gehen und sagen, also es werden mit Steuergeldern Drogenbanden ausbezahlt. Ja. Das ist unvorstellbar. Und gleichzeitig ist es pädagogisch total notwendig. Es gibt ein Buch von dem Berliner Professor Matthias Schwabe, der hat genau diese Arbeit mal untersucht. Ich weiß leider, Niederschwelligkeit mit Risiko oder so ähnlich ist der Titel, das ist mir dummerweise aufgrund meiner Aufregung wahrscheinlich empfallen. Der hat genau das Problem. Nach der Untersuchung haben alle Träger zu ihm gesagt, ja, es war jetzt ganz cool mit diesen Interviews, aber bitte nenn uns nicht. Das heißt, alle Träger, die er interviewt hat, haben im Nachgang die Zustimmung zur Veröffentlichung entzogen. Weil völlig klar ist, dass das, was die da gemacht haben, was pädagogisch notwendig war, aber niemals in die Öffentlichkeit geraten darf. Und das ist, würde ich sagen, das ist das größte Problem, das wir aktuell haben, dass es eigentlich keine Auseinandersetzung mit dem gibt, was wir da machen. Ja, weil wir ständig in Grauzonen unterwegs sind. Gut, soweit von mir. Jetzt zu Fragen, Anregungen, Diskussionen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie moderiert ist oder ob ich das selber moderieren soll.